Wirecard schien bis vor kurzem eine sehr erfolgreiche Firma zu sein. Doch dann kam raus, der Erfolg war nur erlogen. Fast 2 Milliarden Euro fehlen der Firma auf einmal. Das ist mega viel Geld. Wie kann das plötzlich verschwinden? Ganz einfach, dieses Geld hat es wohl nie gegeben. Wirecard hatte nur so getan, als würden sie so viel Geld einnehmen. Unter anderem, damit alle glauben, dass die Firma super erfolgreich ist. Das ist eigentlich verboten, wurde aber jahrelang nicht richtig bemerkt. Der vorgegaukelte Erfolg hatte Wirecard Vorteile gebracht. Wer so erfolgreich ist, mit dem wollen andere Unternehmen gerne zusammenarbeiten. Und auch Politiker und Politikerinnen haben sich deshalb für Wirecard stark gemacht und die Firma unterstützt. Doch jetzt ist der Schwindel aufgeflogen. Mehrere Chefs von Wirecard wurden festgenommen. Und die Firma ist jetzt pleite. Und der Skandal hat noch weitere Folgen. Es wird jetzt diskutiert, ob einige Politikerinnen und Politiker eine Mitschuld haben. Denn so große Firmen wie Wirecard sollen eigentlich ganz genau geprüft werden. Und dabei haben Politiker die oberste Aufsicht. Viele fragen sich, warum dabei nichts aufgefallen war. Das soll jetzt geklärt werden.